zusammen. Und zwar, wir machen wieder einen Kuchen, der sowas von schnell geht. Also unter 10 Minuten und dann kann der schon ab in den Ofen. Bei mir hat es vielleicht sogar jetzt knapp 10 Minuten gedauert, weil ich die Butter noch geschmolzen habe, weil ich die halt nicht vorbereitet hatte auf Zimmertemperatur. Aber wenn ihr die auf Zimmertemperatur habt, müsst ihr die nicht extra schmelzen. Und zwar, was haben wir? Hier in der Schüssel habe ich, wie gesagt, 100 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 3 Eier, eine Prise Salz, etwas Zitronenschalenabrieb, ein Teelöffel Zimt, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Dann haben wir hier hinten noch 100 Gramm einfach so Schokoladenraspel. Und hier drin sind 65 Gramm Mehl und ein halbes Teelöffel und einen halben Teelöffel Backpulver. So, meine Form habe ich vorbereitet und zwar die ist, ich habe mich jetzt für die entschieden, 18 auf 7 cm. Den Ofen habe ich jetzt auch schon auf 165 Grad eingestellt zum Vorheizen. Allerdings bleibt der Kuchen nicht die ganze Zeit bei 165 Grad drin, sondern die ersten 15 Minuten. Dann schalte ich auf 185 Grad hoch und dann sage ich euch am Schluss, wie lange er dann im Endeffekt drin war, dass ihr das wisst. So, tue ich meinen Spickzettel mal zur Seite. Ich tue jetzt erstmal die Zutaten, die ich hier schon reingegeben habe, in meine Küchenmaschine, wenn sie denn will. Und dann, danach kommt dann die Schokolade und das Mehl und das Backpulver dazu. Genau. So. Und los geht's. Wie angekündigt, geben wir jetzt das Mehl und Backpulver dazu und die Schokoladenraspeln. Das sind ja in dem Tütchen immer, oder? Jetzt muss ich da noch mal gucken. Das sind doch immer 100 Gramm, dass ich dann, ja doch, 100 Gramm. Deswegen gehen wir jetzt. Ich habe jetzt Zartbitterschokolade, aber man kann natürlich auch Vollmilch nehmen und dann wieder Klappe zu und weiter geht's. Und jetzt können wir unseren Teig auch schon in unsere Form füllen. Und so geht der ganze Spaß jetzt schon ab in den Ofen. So, meine Lieben, so sieht unser super schneller, einfacher Kuchen jetzt aus. Und zwar jetzt nochmal zum Ofen. Und zwar, der war ja auf 160 Grad vorgeheizt. Da habe ich den dann 15 Minuten drin backen lassen. Dann auf 185 Grad hochgestellt und weitere 25 Minuten backen lassen. Dann habe ich ihn einfach mit Folie abgedeckt, damit er nicht zu dunkel wird und nochmal 25 Minuten backen lassen. Also wie gesagt, die ersten 15 Minuten bei 160 Grad und die weiteren 50 Minuten mit der Abdeckung zwischendrin bei 185 Grad. So, und das war eigentlich alles schon zu unserem schnellen, einfachen Kuchen. Ich habe ihn jetzt hier noch ein bisschen mit Puderzucker bestrichen. Ich hoffe, man kann es erkennen, dass der wirklich richtig schön soft ist. Und was machen wir jetzt? Den Probiertest. Mega lecker, passt perfekt zu der jetzigen Jahreszeit. Und obwohl ich zugeben muss, dass ich gemahlene Haselnüsse genommen habe, also nicht mir die selber gemahlen habe, kommt die Nuss super zur Geltung. Und durch die Schokolade ist es natürlich auch nicht so eine trockene Geschichte. Also für mich ist es, das sind immer so meine Sachen, also so mit Schokolade, Nüsse, Vanille und so. Also perfekt. Deswegen sage ich einfach nur, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!